Hallo und herzlich willkommen zum Rennen in Silverstone zusammen mit Arctic. Jo, hallo. Was sagt deine Strategie? Ich wollte so in Runde 6 auf Hard gehen. Ja, ich muss gerade eben erstmal gucken. Ich werde noch mal eben ganz kurz austreten. Wann wolltest du gehen? Runde 6. Ich gehe Runde 7, das traue ich den Reifen zu. Wobei, dann hast du wieder nur 6 Runden Dings, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich würde eigentlich ganz gerne in Runde 6 gehen. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Dass man. Und ich stehe auf 3. Ja, dann fahre ich in 5. Oh, das ist eine interessante Strategie, kann man machen. So, Teamkollegen-Duell ist momentan, okay, im Endeffekt der WM-Punkt gehört noch dir, ansonsten alles andere stimmt soweit. Podium hast du auch an mir das ausgeglichen. Wenn ich mir das gerade mal so angucke. Ja, ich weiß nicht, ich schaue da irgendwie fast nie rein. Also im Endeffekt steht es gerade 3 zu 1. So, dann let's go, ne? Jo, dann lassen wir mal knattern. So, jetzt auch eine interessante Situation. Wir haben, glaube ich, noch nie direkt hintereinander gestanden. Also nicht auf. Nur nicht vor allen Dingen, du kennst mich ja im 14er, bin ich ja noch nie gut gestartet. Ja, wobei, jetzt vor allem beim letzten Rennen war mein Start auch nicht so sonderlich formidabel. Oh, Hamilton ist nicht gut weggekommen, der ist ein bisschen quer geschoben. Rosberg schon deutlich besser. Ah! Toll! Zieht er da voll rein, der Vette. So. Wow, 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 wow. 1 und 2 für McLaren. Ich lass dir innen Platz. Wow. Guck mal auf die Karte. Aber was war das denn für ein Manöver? Ein Blindfluch. Ich nenne sowas Blindfluch. Also bei mir war es relativ kontrolliert. Bei mir nicht. Vettel ist halt komplett rübergezogen in der Kurve. Und da musste ich ausweichen. Er hat gleichzeitig angebremst. Da bin ich hinten noch halb drauf. Aber der Frontflügel blieb dran. Da flogen aber trotzdem irgendwie Teile. Und dann war Hamilton und Rosberg irgendwie verdammt langsam unterwegs. Weil ich einfach mehr Schwung da hatte, weißt du? Und gerade haben meine Reifen ein bisschen Probleme mit der Temperatur, finde ich. Ja. Ist irgendwie doch echt frisch hier. Ja. Keine Sonne, ne? Ich muss jetzt umschalten von freuen, dass man in den Top 10 geblieben ist, auf das Rennen geht weiter. So. Ah, ein bisschen spät dran, aber Bremse. Ich auch. Uah. Hab mich ja orientiert, du kennst das Spiel ja, wenn hintereinander ja herfährt. Desto später man auf der Bremse ist, desto länger ist man schnell. Genau. Wer später bremst. Außerdem bremsen macht die Felgen dreckig, ne? Genau. Und wer bremst, verliert, ne? Ja, Mann auch. Ja. Boah. Boah, ich habe Angst, dass meine harten Reifen nachher abbauen, weil ich die doch relativ lange knete. Aber das Kurveninnenrad in der Kurve Ende Sektor 1 ist doch. Also, wenn das blockiert, dann merkt man direkt, wie der Wagen halt so richtig den Ruck nach außen macht, ne? Ja. Da muss man auch sofort lösen, weil sonst schiebt man so weit draußen rüber. Aber die ersten beiden Durchlauf durch die S waren doch durchaus gut. Bei mir gar nicht. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe keinen Grip. Ist DRS schon offen? Weil die anderen attackieren mich hier so hart auf den Graben. Ab jetzt. Also ab dieser Runde kommt das. Vor allen Dingen, dass Vettel auf 3 fährt und mich auf der Geraden attackieren kann mit Mercedes-Power. Ist mal wieder... Aber Windschatten. Das bringt doch eine ganze Menge nochmal. Ja, aber Mercedes-Power.
Das sind auch mal eben 5 bis 10 km/h. Ich muss mich darauf einstellen, dass die Fahrer hinter mir DRS nutzen, wenn du 3 Sekunden hinter mir bist. Ja, ich benutze das einfach trotzdem, obwohl ich das nicht darf. Ja, und die erste Runde war mit einer 1,38,5, doch für ein Rennen schon flott, würde ich sagen. Ja, da bin ich eher im 40er-Bereich unterwegs. Na, ich habe irgendwie Angst um meine Reifen. Du kannst natürlich auch anstatt vorzuziehen und in Runde 5 zu fahren, kannst du... Ja, aber dann fahre ich mehr als die Hälfte des Rennens auf abgefahrenen weichen Reifen. Das ist bei 25 irgendwie mega scheiße. Weil du hast einfach nicht mehrere Runden zur Auswahl. Du hast eigentlich nur 2 Runden, wo es halbwegs geht. Ja, das stimmt. Und das ist dann halt, wenn man einen Teamkollegen hat, immer ein bisschen blöd, dass man da nicht Schlange steht. Boah. Boah, Vettel schiebt sich vorbei, der andere Depp hier auch. Auf der Bremse vielleicht wieder? Nee, Endgeschwindigkeit mäßig. Also ich hab's mir eh wieder geholt beim Bremsen, aber die waren ordentlich vorbei. Ja. 2 Autolängen waren die schon durch. Ich meine, mit DRS, das schieben die so an. Und dann noch Windschatten. Aber interessant ist halt, dass das ein Vettel kann, ne? Ist auf jeden Fall mal eine interessante Variante. Also er hat scheinbar nicht gecheckt, dass ich in der 5. Runde reinkomme, weil er sagt, wir kommen in 3 Runden rein. Ja, klingt interessant. Er hält das scheinbar für eine dumme Idee. Ja, wahrscheinlich. Ich sag dem besser nochmal über den Boxenfunk, dass er mir auf jeden Fall harte geben soll. Weil wenn du den Stopp vorziehst, machen die auch gerne mal weiche drauf. Wobei, das hat letztes Jahr bei der KI auch funktioniert, also von dem her. War das hier nicht sogar das Rennen, ab dem wir dann Parc Fermé ausgestellt haben? Nee, das haben wir, meine ich, sogar schon früher gemacht. Nachdem das dritte Regenrennen oder so war. Irgendwann also, war doch ein Rennen, wo die alle komplett auf weich gefahren sind. Ja, das, nach Shanghai haben wir mal schon umgestellt, weil wir da auf in trockenen Bedingungen Qualifying hatten. Und im Rennen sind die einfach mit perfektem Regensetup einfach mal, haben die uns überrundet. Ah, okay, stimmt, ja. Da war doch so Regenchaos. Hoffentlich geht gleich alles beim Boxenstopp gut. Und die harten Weichen, die harten Reifen halten lange genug. Ja, das hat natürlich eine interessante Geschichte. Ja. Wobei ich möchte die Weichen auch nicht wesentlich länger fahren, wenn ich ehrlich bin. Die machen mir irgendwie, aber schon das ganze Rennen, keinen wirklich guten Eindruck. Die fahren wie kalte Harte. Okay. Ich meine, ich fühle mich jetzt auch nicht wirklich schnell. Ich meine, ich fahre ungefähr mit dir auf einem Niveau. Sprich, ich baue weder aus noch verliere ich wirklich, also höchstens im Zehntelbereich. Ja, du baust doch schon etwas aus, oder? Ne, jetzt letzte Runde habe ich sogar etwas verloren, als ich mal drauf geguckt habe. Ich hätte vorher 3,4 und dann waren es nur noch 3,3 oder so. Ich habe halt auf den Geraden immer hart das Problem, dass die teilweise schon so drauf lauern, mich zu überholen. Oh, jetzt sind es nur 2,7. Aber jetzt bin ich ja eh in der Box. Ihr pusht euch da auf jeden Fall hart voran. Ja, er sagt mir auch schon, meine Reifen sind Schrott. So, mal schauen, wie es aussieht. Ich glaube, die Boxengasse hier ist
von der Zeit, also Zeitersparnis ja auf keinen Fall, aber ich sag mal, so viel Verlust macht sie nicht, weil du doch schon gut abkürzt. Ja, auf jeden Fall. So, Boxenstopp diese Runde. Mein typischer 3,7-Stopp, ich glaube, was anderes hatten die noch nie. Du hast eine 1,37er Zeit gefahren, weil du in die Box gefahren bist. Natürlich auch schön. Kannst ja überbieten, wenn du die Runde jetzt ganz schnell fährst. Ja, wahrscheinlich. Dafür schalte ich extra nochmal die schnelle Mische rein. Aber das ist doch dann ein bisschen sehr ulkig gelöst, dass man eine schnellste Runde fahren kann, wenn man einfach in die Box fährt. Ja, wahrscheinlich haben die an solche Möglichkeiten einfach gar nicht gedacht. Und ich sag mal, auf 90% der Strecken holt das einfach so viel raus, dass du da nur 80 fahren darfst, dass du das eh eigentlich kaum irgendwo hast, dass du dadurch schneller bist. Nur die Boxengasse ist relativ kurz und kürzt dann noch davor die Kurve ab. Ja, richtig. Alter, die Harten gehen ja noch schlechter. So, hinter mir Vettel kommt rein. Irgendwer bleibt draußen. Ja, 1,37,1, ne? Das war natürlich so geplant. Das war insgeheim meine schnelle Runde. 3,716, ich habe das Gefühl, das ist so die absolute Standardrundenzeit. Die Standardstoppzeit 3,716. Ja, zumindest bei McLaren halt. Diese Saison sind die, glaube ich, noch nichts anderes. Und Frontflügel ist ziemlich genau eine Sekunde mehr. Nee, Frontflügel sind 6, irgendwas. Na, ich habe irgendwie 5, 7 oder so. Ah, das wären 2 Sekunden. So, es bildet sich schon langsam der schwarze Schlauch. Ah, das ist nicht so verkehrt. Und nach dem Stopp auf 5 rauszukommen, ist auch nicht so verkehrt. Ja. Ich muss mich jetzt so ordentlich durchrunden. Das ist natürlich scheiße für meine Reifen. Ah. Aber so richtig, weiß nicht. Mit den Harten in Silverstone werde ich nicht so ganz warm. Okay, wo liegst du momentan? 8. Und ich habe eigentlich gerade nicht so die Pace, jetzt weiter nach vorne zu kommen. Hat Vettel denn schon gestoppt? Ja, Vettel, ne? Hat schon gestoppt, ja, aber ich meine, die Mercedes... Alter, wie viel habe ich denn dann verloren? Habe ich mal eben 6 Positionen verloren? Nee, Vettel ist ja nicht auf 1. Ja, aber ich war auf 2. Ja, aber vor mir sind ja noch Perez beispielsweise. So, Hamilton musste ich wieder durchlassen. Das läuft echt grandios. Also eigentlich gar nicht. Das Blöde ist, durch DRS und hier ist alles so dicht, da tun sie auch gerne mal zu zweit auf der Geraden dann mal von hinten anmarschieren, wenn du kein DRS hast. Ja, aber die ersten 4 sind alle in der Box. Also ich bin weiterhin auf Platz 1. Ja, war eh klar. Du hattest so viel Vorsprung vorhin, wenn du den kaputt gefahren bekommen hättest, wäre das echt ein bisschen komisch gewesen. Na, auf Harten kann ich einfach nicht so richtig hier was rauskitzeln. So, aber Rosberg hat auf jeden Fall aufgeholt. Rosberg ist auch in Vettel vorbeigegangen. Sie waren jetzt alle in der Box? Ja, jetzt waren alle in der Box. Okay, dann habe ich 4 Positionen verloren durch den Stopp. Und das Blöde ist, die hängen jetzt alle zusammen. Dahinter kommt eine riesen Lücke und dann komme ich. Sprich, die geben sich alle gegenseitig Windschatten und DRS. Und wechseln ordentlich da durch. Und ich fahre hinterher und hab nichts davon. Wobei ich die ganzen wahrscheinlich ein bisschen aufhalten werde. Ich bin jetzt momentan auf 1, aber ich merke schon, dass Rosberg anklopfen wird. Um das mal freundlich auszudrücken. Weil er sich doch auf Harten wirklich im Normalbetrieb nicht so aggressiv bewegen lässt, wie der, wie er das mit den Weichen tut. Oh, eigentlich geht er kaum, finde ich.
Der rutscht extrem gerne raus. Also ich finde, er fühlt sich ein bisschen wie ein Panzer an. Er ist super kontrollierbar, aber halt einfach echt schwerfällig. Weil so ein Vergleich beim Formel 1 Wagen zu ziehen ist natürlich auch irgendwo absurd, ne? Er ist dekadent. Vier Runden noch, ja. Mann, immer auf den Geraden ziehen die mir alle weg. Kriegen alle schön DRS und ich darf hinterherfahren. Kleines Fehlerchen gemacht. Gerade kühlt er mir extrem aus. War in allen Belangen, auch der Motor ist nicht wirklich warm. Lol. Und da war ich ein bisschen später auf Bremse. Und Rosberg ist neben mir. Wo ist der DRS-Messpunkt gewesen? Ich habe wahrscheinlich kein DRS. Jetzt muss ich mich im Windschatten hinterher. Ich krieg einfach kein DRS auf die. Und ohne DRS hat das absolut keinen Sinn, hier hinterher zu fahren. Weil die mir jedes Mal auf der Geraden wegziehen wie sonst was. Nee, beim Anbremsen hat es nicht gepasst. Eher noch ein bisschen Zeit dadurch verloren. Wäre ich mal lieber dahinter geblieben. Gucken, dass man im DRS-Fenster bleibt. Ja, an Vettel vorbeigerutscht. Weiß auch nicht, die hatten vorhin noch 2 Sekunden, auf einmal sind wir zusammen in der Kurve. Die haben sich da, glaube ich, irgendwie zu zweit in der Wolle gehabt. Das war so richtig, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Okay. Und Hamilton, weil der hat jetzt Luft. So, DRS habe ich, aber der zieht da vorne ganz... Wieder kein DRS. Ich habe auf keiner Geraden hier... Ich knebel den hier gleich gerade durch, wie sonst was. Ich glaube nicht, dass die Reifen die letzten 2 Runden fahrbar sein können. Aber jetzt, ja, jetzt ist es auch egal. In den Punkten lande ich wahrscheinlich ohne Unfall. Und dann geht's mir jetzt um jede Position. Ja. Boah, die Reifen sind durch. Ja, und ich hab DRS gut. Wow! Und Alonso macht hier irgendeine Scheiße, ne? Also ich fahre auf einem Level mit Rosberg auf jeden Fall. So eine Scheiße, ne? Dieses... DRS kotzt gerade richtig an. Alle kriegen DRS, nur ich nicht. Also wir pushen uns hier vorne auf jeden Fall richtig. Ja, man sieht's. Ich habe keine Chance auf DRS, nur die hinter mir. Was dann auf der Strecke mit 2 DRS-Geraden, die doch ganz flott drauf sind, nicht so wirklich Spaß macht. Ah, stimmt wohl. Ich hoffe mal, ich habe DRS, ich weiß es nicht. Ne, DRS ist ausgeblieben. Ja, ich sehe sie schon bald gar nicht mehr am Horizont. Reifen sind einfach zu kalt. Meine Reifen kleben einfach nicht, ob die jetzt kalt sind oder warm. Jetzt nochmal das fette Gemisch rein. Ich habe plus 2 Runden. Ja, und ich habe mega dreckige Reifen, die noch schlechter kleben.
Werde ich jetzt wahrscheinlich gleich erstmal wieder auf der Gerade kassiert. Okay, Rosberg ist weg. Also so langsam fahre ich jetzt hohe 40er und die Reifen lassen deutlich nach. Okay, ich muss mich jetzt wahrscheinlich beim Anbremsen gegen Ricardo verteidigen, der ist jetzt doch saumäßig lang gekommen. So, letzten beiden Runden. Das Problem ist einfach, ihr könnt euch schön mit DRS und dann komme ich da gar nicht mehr dran. Weil 5 Sekunden, wenn die anderen DRS haben, hole ich nie auf. Nee, das stimmt wohl. Uah. Boah. Ein bisschen später auf Bremse. Glück gehabt, Ricardo ist dahinter geblieben. Und dann sagt er mir auch noch, ich lasse die Reifen zu kalt werden. Ich scheuche den hier, als ob es keinen Morgen gibt. Und dann kriege ich hier, ja, nicht so cool. Okay, Ricardo hat einen Platz an Hamilton verloren. Die Runde war echt Murks, es war eine 41er Zeit. Ich bin eine 38,7 gefahren. Ich gebe jetzt einfach nochmal alles. Und das auf meinen schönen harten Reifen. So eine Runde habe ich teilweise auf weich nicht zusammengekriegt. Wo jetzt natürlich die Streckenbedingungen geiler sind. Ja, das stimmt wohl. Mann, ey, schon wieder kein DRS. Ohne DRS hast du hier noch nimmer den Hauch einer Chance. Wow, und jetzt lassen auch noch die Reifen. Ah, naja, halbe Runde. Der schwache Linie durch die SS, da wäre er fast durchgestochen, der Hamilton. Und da. Alter, wie ich aufgeholt habe. Aber trotzdem reicht das nicht. Ja klar, Vettel, aus dem Stand überholst du mich hier mal eben. Das war natürlich sehr realistisch. Ja, toll, noch den 6. Platz verschenkt. Yes, das war yes, Ende. Yes. Oh. Platz, geil. Das sind 8 Punkte, gut gemacht. Yes. Führungskilometer gesammelt und ja, Rosberg war dann leider nicht mehr zu halten. Der ist einfach viel zu sehr abgegangen. Ja, und ich habe leider bei dem Boxenstopp übelst verloren und danach, ja, ging dann auch nicht mehr viel. Ja. Aber auf jeden Fall wieder ein geiles Rennen. Ich meine, 2 und 6, da kann man bei McLaren echt nicht drüber meckern. Ja, werden sie aber trotzdem. Wir können ja mal Fortsätzen machen. Also das genau, kann ich dir garantieren, weil ein 5. im Rennen ging schon gar nicht klar. Und hier ist gerade auch wieder, also da wird schon fast geweint. Ja gut, also ich freue mich natürlich hier richtig schön mit meinem goldenen Helm. Liegt natürlich unter anderem daran, dass du dich vom Qualifying-Platz her verschlechtert hast, ne? Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, der Qualifying-Platz ja, mit 5 war natürlich auch schon grottenschlecht für McLaren. Ja, absolut, aber das ist halt das Spiel und bevor wir hier noch ins nächste Rennen reinspielen, sagen wir für heute schon mal wieder Tschüss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao.